Hallo und willkommen zum dritten Video der Dragons Reihe. Ich schieb das mal runter. Ja. Genau, dann sammeln wir das erstmal ein hier. Und ich habe schon wieder eine schlechte Verbindung. Na gut. Öffnen wir das. Okay. Oh, ein seltener Gegenstand. Das sammeln wir mal ohne zu nehmen. Das hat er. 750 Holz. Oh, jetzt haben wir das Holz aber voll. Hier brauchen wir 3 Drachen auf Level 10, aber ich würde sagen, wir bauen erst mal das Fischbecken. Mal hier wieder einsammeln. Und dann würde ich sagen, wir bauen das Holzbecken auch noch. Dann können wir auch den hier einsammeln. Gut, was haben wir noch? Maximal 3 Level 12, okay. Ich würde sagen, dann trainieren wir den erstmal. Ach so, ja, stimmt, ja. Okay, für den brauchen wir 7 Wikinger. Das könnten wir auch schon machen. Brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Holz. Was haben wir da oben? Wir können uns tauschen, dafür haben wir aber auch nicht genug. Ich spare diese Runen lieber, anstatt die jetzt für die vielen Verschnellerungen und sowas auszugeben. Also spare ich die dann lieber für die größeren Drachen. Das macht dann mehr Sinn. Und ich sammle jetzt auch Holz, bis das fertig ist und wir sehen uns dann gleich wieder. So, hier bin ich wieder und ich habe das jetzt zusammen, dass wir hier das Wikingerhäuschen kaufen. Und ich würde sagen, wir könnten ohne Zahn auch mal füttern. Das würde uns auch... Da kommt er schon. Wow, ist so schnell. Da ist er. Genau. Jetzt überlege ich gerade, wen wir eher zum Holz schicken sollten. Ich glaube, wir lassen es so. Oh, die beiden sind auch schon fertig. Der Gronkel, der sucht auch länger dann. Oder mehr davon. Den müssen wir auch irgendwann mal weiter trainieren. Genau, so, ich warte jetzt, bis es noch fertig gebaut ist. Und dann sehen wir jetzt. So, jetzt hat es fertig geladen.
Jetzt sind wieder drei neue Sachen verfügbar. Genau, aber erstmal bauen wir natürlich das Häuschen wieder auf. Was können wir dann noch so machen? Das können wir bauen, aber da brauchen wir aber viel mehr Fisch. So viel da rein. Ja, Kapazität 1500. Oh! Mal gucken. Oh, das sind ja schöne Sachen drin. Und Pakete. Okay. Ja. Was macht man jetzt mit ohne Zahn? Verfügbar in 8 Stunden und 25 Minuten. Ich würde sagen, bis dahin suchen wir mal einen Glutkessel. Ja, in der Hoffnung, dass er uns einen mitbringt. Genau. Und ich würde sagen, ich warte, bis das hier fertig ist. Und dann sehen wir uns. So, hier bin ich wieder und es hat fertig geladen. Was ist denn da oben? Hier ist gerade was Neues aufgetaucht. Okay. Na gut. Und hier Fleisch los. Und dann holen wir das natürlich auch gleich aus, dass wir dann noch sofort auf die Reise gehen kann. Sind hier gerade mal aufgenommen, okay. Auch 51 Runen. Jetzt schon. Okay. Alarmiere die Drachen. Okay. Machen wir. Jetzt, ich muss eine Menge Drachen warnen. Wo fange ich bloß an? Bei den Äpfeln. Gut. Wikinger Tagebuch 203. Ich muss die Drachen warnen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben, ehe die Welle heranrollt. Deshalb beschränkt ich mich auf Drachen, die nah an der Küste leben und direkt vor der Welle getroffen werden würden. Was nehmen wir denn da? Ach, das da. Garantiert nächsten Flügel. Wir verstehen uns zwar nicht besonders gut, aber ich möchte nicht, dass ihnen etwas passiert. Es war ein bisschen schwieriger, den Gratflügeln zu helfen. Fleischklops und ich waren... haben sie gesucht, doch dann haben sie uns gefunden. Sie sind auf unsere Lager zugeflogen und haben es angegriffen. Nehmen wir zurückfeuern. Ganz tief im Inneren hoffe ich natürlich, dass es das Paket ist. Das ist das Paket. Ja.
Und jetzt lass uns doch das Paket drehen. Das wäre am besten. Okay. Ja. Das ist gut. Schön viele Runen und ein Rumpelhorn. Okay, den gibt's anscheinend an jedem Anfang, weil ich habe das Spiel natürlich auch schon angespielt und ja, habe da schon Drachen über Level 100. Na gut, und das denselben Drachen habe ich auch bei meinen anderen Spielen. Okay, jetzt haben wir viel zu viel Holz. Können wir das da noch machen? Sagen, wir sehen uns dann auch wieder, wenn sie zurück sind, und da beende ich mal dieses Video und sage bis zum nächsten Video.